Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie heute zu unserem Talk. Medien im Wandel. Was prägt den Journalismus der Zukunft? Ich wäre mal schon froh, wenn man menschliche Intelligenz hinreichend zur Verfügung hätte, bevor man zur künstlichen kommt. Den kleinen Kalauer konnte ich mir nicht ersparen, ist aber was dran. Was ich schwierig finde an dem ganzen Komplex ist, dass man ähnlich wie bei den anderen Computerprogrammen und Algorithmen oft keine Transparenz darüber hat, wie die Algorithmen funktionieren und wie sie einprogrammiert sind. Intelligenz ist, wenn du einem Problem gegenübergestellt bist, was du vorher noch nicht getroffen hattest, was wirklich neu ist und man damit zurechtkommen muss. Wenn es aber etwas ist, was du schon gelernt hast und es dann anwendest, dann ist es keine Intelligenz. Und je einfacher abgesteckter der Rahmen ist, desto besser funktioniert natürlich dieser Algorithmus. Was mich auch stört neben dieser Wortumdeutung, ist natürlich, dass die digitalen Konzerne oft die KI vorschieben. Sie sagen, ja, es hat halt die Maschine entschieden, dass ihr Beitrag gelöscht wird. Oder dass wir sind gar nicht für oder gegen die CDU. Wir wollen nur, das ist halt der Algorithmus, kann ich nichts für. Dass es da eine Diskrepanz gab, war mir vorher schon klar, aber das dann am eigenen Leib zu erleben, ich laufe da mit und anschließend kann ich sehen, wie eine Kollegin aus dem Sender, bei dem ich gearbeitet habe, mich als Nazi oder Spalter bezeichnet, so global. Das war für mich einfach der Impuls, wo ich gesagt, das klafft so weit auseinander mit meiner Wahrnehmung und dem, was da berichtet wird. Und ich kann aber nur sagen, es ist komplex. Es lässt sich nicht mit auf ein, zwei, drei einfache Gründe zurückführen. Müsste man jetzt anfangen aufzuzählen. Vom Anpassungsdruck, von Bildungssystemen, bis hin Agenturen, die bestimmten Leuten gehören, was nicht hinterfragt wird, bis hin zur Ausbildung, bis hin zum Zeitdruck, der im täglichen Nachrichtengeschäft herrscht, kommt ganz viel zusammen. Also ich glaube, dass im Laufe der Nachkriegszeit die deutsche Gesellschaft selten auf so eine Freiheitsprobe gestellt worden ist. Und was wir da gesehen haben, war, dass plötzlich auch eine breite Masse ganz schnell bereit war, Freiheitsrechte aufzugeben und dass beispielsweise der demokratische Kompass, ich bin im Osten aufgewachsen, war 24, als die Mauer fiel. Ich habe immer gedacht, ja, im Westen haben die erstens immer Zugang zu allen Quellen gehabt und andererseits waren die gegen den Sozialismus im Kalten Krieg, weil sie sich tief bewusst waren, dass sie das bessere System haben, die parlamentarische Demokratie und die gegenseitige Akzeptanz und den Wettstreit der Meinungen und so weiter. Und ich stelle mit zunehmender Ernüchterung fest, dass die Tiefenverankerung dieses Kompasses gar nicht so tief ist, wie ich immer annahm. Ich war halt noch ein paar Jahre vor der Corona-Krise, gab es eine Art Aufarbeitung der Schweinegrippe. Und die war initiiert von Frau Bender, Abgeordnete der Grünen im Gesundheitsausschuss. Und dann war auch Frau Roth da und Wolfgang Wodak, Herr Kekulé, all die Namen, die man dann immer noch kennt. Und es war so ein Konsens in diesem Raum, dass alles schiefgelaufen war bei der Schweinegrippe, dass man auf die falschen Leute gehört hatte, dass man nicht auf diese oder jene wichtigen Faktoren geschaut hatte. Herr Kekulé hat einen langen Vortrag gehalten, Frau Roth fand es prima. Und dann sind dieselben Leute, die Müll erzählt hatten bei der Schweinegrippe, wieder im Fernsehen und keiner stellt nur eine unangenehme Frage. Und da muss man sich schon fragen, ob das nicht systemisch ist. Mich würde interessieren, wie kommen wir raus aus dieser Situation? Was gibt es da für Gedanken, für Ideen? Weil dass es so ist, habe ich jetzt 3 Jahre lang beobachten können. Aber wie können wir es ändern? Das finde ich eine ganz spannende Frage. Ich habe Sie neulich in irgendeinem Gespräch gehört. Korrigieren Sie mich bitte, wenn ich es falsch in Erinnerung habe. Sie sprachen davon, dass es möglicherweise darum ging, dem Bürger mehr Verantwortung zu übergeben. Der Moderator wollte, da war er nicht so einverstanden. Ich finde das einen total spannenden Gedanken, weil wenn ich das nicht irgendwie in einem größeren Zusammenhang sehen würde, es geht um mehr
Verantwortung übernehmen, es geht um mehr Selbstverantwortung, es geht auch um mehr Bürgerbeteiligung. Die freie Meinungsäußerung, der Preis der freien Meinungsäußerung sollte nie so hoch sein, dass die Leute verstummen. Ich würde gleich ganz gerne anknüpfen an Herrn Rutenberg, aber wir sind gerade noch so ein bisschen bei der Symptomanalyse, genau. Und da wollte ich Herrn Siebes noch mal wissen. Sie nehmen mir die Worte aus dem Mund. Was ich sagen wollte ist, wir brauchen eine Diagnose. Und ich bin noch nicht einverstanden mit Ihren Diagnosen, wenn ich mal so frech sein darf. Unerhört. Ja. ich würde ihm keine Bühne mehr bieten. Wir haben, glaube ich, Ängste, die wir aussprechen müssen bei den Mächtigen. Wenn man zum Beispiel gewisse Meinungen hören würde, könnte es ja sein, dass sie überzeugend sind. Ich will zum Beispiel, ist der Elektromotor wirklich besser für die Umwelt? Komplexe Frage. Ich weiß die Antwort nicht. Ich weiß nur, dass man sie nicht weiß. Es ist kompliziert, weil man müsste ja die gesamten Ketten, Lieferketten mitanalysieren und sehen, woher kommt eigentlich der Strom und wie viel Umweltschaden richtet der an und so weiter und so fort. Die Analyse ist so komplex, dass es eine richtig tiefe Debatte bräuchte. Aber zu sagen, es sei einfach so, dass das besser für die Umwelt ist, das ist ja an sich schon grob fahrlässig, außer man will es gar nicht wegen der Umwelt. Und als Bürger habe ich ja, ich kriege diese Diskrepanz ja nicht mit so direkt bei dem, was in den Medien berichtet wird, weil sich das alles relativ weit von mir entfernt abspielt. Ich habe zu wenig Möglichkeiten, was zu überprüfen. Das kann ich eigentlich nur im täglichen Leben. Also auf der lokalen Ebene habe ich eher eine Möglichkeit, einen Vergleich anzustellen zu dem, was berichtet wird und was mir real im Leben begegnet. Das im Zweifel sogar selber zu überprüfen. Ja. Jetzt gibt es aber nicht mal konkurrierende lokale Medien mehr. Jetzt, ich weiß, dass es am Bodensee in Überlingen diese Stadtzeitung.org gibt. Das wird eine Journalistin, die ist aus dem lokalen Medium, aus dem Mainstream ausgestiegen und hat eben diese Blockzeitung angefangen. Und die erfahren tatsächlich jetzt, das hat sie mir berichtet, wenn sie bestimmte Themen aufgreifen, dass die dann wieder auch in der Lokalpresse aufgegriffen werden. Und gleichzeitig stelle ich mir vor, dass dann eher es Berührungspunkte gibt, auch für Gespräche in Kontakt zu gehen. Also dass es was Realeres ist, was Bodenständigeres. Und das habe ich so die Idee, könnte ein möglicher Ansatzpunkt sein. Ich glaube, es braucht ganz viele. Herr Siebes, bei Oval Media haben Sie jetzt auch ein Abo-Modell eingeführt. Epoch Times finanziert sich auch hauptsächlich durch Abos und Werbung. Also ich finde persönlich immer, es ist ein sehr ehrlicher, ein sehr aufrichtiger Finanzierungsmodell, wenn man sagt, diejenigen, die die Informationen haben wollen, die zahlen auch dafür. Also sind wir nur denjenigen verpflichtet. Ist das auch der Grund, wo Sie sagen, jawohl, jetzt machen wir ein Abo-Modell? Oder sagen Sie, Sie könnten sich auch gut vorstellen, eine Initiative wie die von Herrn Rutenberg, dass die quasi viele Medien tragen könnte? Das sind beides gute Sachen. Das Ding mit dem, ich bin eigentlich ein Fan des öffentlich-rechtlichen Konzepts, trotz allem, was wir erleben mussten. Mehrfach hat der Bundesgerichtshof ja die Öffentlichen verurteilt in den letzten 70 Jahren, weil sie die Staatsferne, die geboten ist, in dem Rundfunkstaatsvertrag nicht respektiert hatten, nachweislich. Und wir haben das jetzt ja auch erlebt und es ist de facto, der Staatsvertrag ist eigentlich toll. Was da drin steht, ist super. Es wird einfach nicht respektiert. Das ist so wie mit den ersten 20 Artikeln des Grundgesetzes, die einfach richtig spitze sind und sie aber nicht respektiert werden. Die Frage ist, verdammt nochmal, wer kontrolliert das? Warum sind in dem, der Fernsehrat ist offensichtlich falsch besetzt? Warum haben die wenigen Presseagenturen, die es global noch gibt, einen so großen Einfluss auf die Berichterstattung sämtlicher Medien? Und wie könnte dieses Dilemma behoben werden? Okay, das ist eine Frage mit Ausblick. Das ist vielleicht schön auch, um hier einen Abschluss zu finden.